Willkommen zurück, meine lieben Drachenlinge, zu einem weiteren Part von AR Memories Old. Im letzten Part sind wir von der Leuchtturminsel aus nach Norden und haben den Rest der Karte geöffnet. Ja. Wir haben noch einige, ich habe zwei, drei Höhlen gefunden, also einige Höhlen gefunden. In zwei davon bin ich schon reingegangen, also an den Anfang jeweils. Das sind, glaube ich, Höhlen, in die wir später rein müssen, weil wir müssen ja nämlich jetzt aktuell nach Norden, um das dritte Fragment, also erstmal den dritten Schlüssel, das dritte Fragment zu holen, damit dieses Symbol hier komplett voll ist. Ja, das zum Dach der Welt. Und das Dach der Welt, da befinden wir uns aktuell. Also haben wir noch gar nicht gespeichert. Da oben ist ja dieser Tempel. Eine Kapelle oder was auch immer da sein soll, angeblich. Und hier ist ein Turm. Es ist uns gesagt worden, dass im Glockenturm der Schlüssel dafür ist. Naja, wir schauen uns mal hier um. Teil 1 lesen. Ich bin Suya, aus dem Schnee. Heute kam eine Priesterin aus dem fernen Süden zu uns und berichtete von einem großen Krieg zwischen den Städten Urza und On. Ihr Name Bakara und sie erbat eine Audienz mit dem Gott, der hier schlafen soll, dem Wächter des Schleiers. Unser Schriftgelehrter verneigte sich vor ihr und sagte, dass, falls es einen Gott gäbe, dieser so tief schliefe, dass selbst sie ihn nicht wecken können. Okay. Aber Kara gab nicht auf und erließ sie ins innere Heiligtum. Drei Tage und drei Nächte blieb sie dort. Niemand weiß, was sie dort tat. Sie verließ uns ohne ein Wort, aber sie wirkte traurig und ich fürchte um mein Volk. Was bleibt nun? Außer die heiligen Schriften unserer Vorfahren zu hüten. Wir sind wenige und niemand glaubt uns. Unsere ganze Welt ist dem Irrsinn verfallen und es gibt keine Heilung. Ja, hört sich nicht so gut an. Tapseln wir mal weiter durch den Schnee. Gehen wir mal hier hoch. Oh, der Mond. Was ist denn das Rosa, ne? Das sollen glaube ich die Sterne sein. Oder Schnee? Keine Ahnung. Ein heiliger Rückzugsort fernab vom Trubel der Welt. Nachdem ersichtlich wurde, dass die Welt der Heilung bedurfte, vereiste der Bär die Tür und ließ den Schlüssel andernorts gefrieren. In der Höhle der Harmonie, aus Glocken und Eis, östlich von hier gelegen, mitten der heulenden Gipfel. Höhle der Harmonie. Östlich. Mädel. Spring, flieg und sieg. Östlich. Hier, oder konnte da diese Höhle sein, die ich stark gefunden habe? Eine Höhle im Osten. Mal schauen, da hinten machen wir uns mal bewegen. Ich denke mal dieses da, wo da das Licht leuchtet, könnte hier sein. Entweder oben oder unten. Ich guck erstmal oben, dann gehe ich nach unten. Und boom. Ja.
Los, Aug, lauf. Mach die Fackel an, die Laterne. Kann sein, dass ich hier richtig bin. Was ist das? Lesen. Anmerkungen zu den Legenden der westlichen Stämme von Red, den Gelehrten der Sommerinsel. Es ranken sich viele Legenden um die alten Stammesgötter. Eine solche Legende von den Stämmen im fernen Nordwesten erwähnt nicht einen, sondern zwei Schöpfer. Einer von ihnen erschuf das Reich, das sie den großen Traum nennen. Der andere erschuf die Welt und ihre Bewohner. Sie erwähnt zudem einen Seelenpakt, ein altes Bündnis zwischen uns und diesem Weltenschöpfer. Faszinierend, aber unglaubhaft. Ja, unglaubhaft. Nicht so. Ich hab's schon mal gehört. In dem. Wo war's jetzt? Ja, am ersten im Heiligtum der Dämmerung. War ja an einer Tafel. Hat doch Kara an einer Tafel etwas von diesem Seelenpakt geschrieben. Schau einfach nicht runter. Und alles wird gut. Ich wünschte, ich könnte diese verfluchten Klippen einfach überfliegen. Meinst du so? Tschüss. Oh. Oh, ich denke mal, hier muss ich hin. Müsste hier jetzt eigentlich sein, die Höhle der Harmonie. Mal kurz zwischenspeichern, ich weiß dann nicht. Komm, hallo. Spiel. Na, wirst du wohl. Will nicht. Hoffentlich bin ich jetzt richtig. Wird geladen. Spiel wird gespeichert, endlich. Darf ich jetzt auch speichern wieder? Ja. Wo bin ich hier? Ha, ich bin richtig. Höhle der Harmonie. Gehen wir hier unten hin. Ein Bär. Jemand, der sich da irgendwie hält, keine Ahnung. Immer hier links, da war irgendwas oder ist da nichts? Muss man da raufspringen? Ist nur ein bisschen Schnee. Okay, da will ich jetzt nicht runterfallen. Obwohl, da käme man glaube ich da hoch. Falls man da rein sollte. Zum Glück gibt es das hier so ein eher friedliches Spiel ohne Gegner. Ich glaube, das muss ich irgendwie bewegen können. Da hoch? Ich gehe nur unten lang. Hier oben. Glaube ich nix. Gehen wir hier unten lang. Falls man da was machen kann. Nee, kann man auch nichts.
nichts machen. Okay, das ist der Schlüssel, den wir brauchen. Schauen wir mal kurz unten. Ist hier was? Sieht nicht so aus. Als ob hier was wäre. Muss ich auf die Dinger drauf springen? Ich finde es ja gleich raus, was ich machen muss. In der Hölle der Harmonie. Mit rausspringen. Ah, ich muss die Dinger zum Dinger erbeben lassen. Ah, fuck. Hoffentlich ist es nicht auf Zeit. Ach, er hat sich die Ohren so gehalten, weil es so laut war. Kann ich auch machen. Bisschen roten Gebäbel. Alles bebt. Ach, jetzt sehe ich das erst. Das sind Glocken. So, jetzt die letzte Glocke. Kaputt. Aukara? Kara, sage ich schon. Auk. Die ganzen Splitter hier. Fliegt das Eis und Zeitlupeweg. Na. Und dann hat der noch was. Boah. Schlüssel nehmen. Okay. Dann haben wir den Schlüssel von dieser Höhle und können gehen. Klar, dass ich abrutsche. Ach, egal. Und Fuxi steht da. Na? Meine Freundin, die kleine Wanderin, hat ihren Weg in den hohen Norden gefunden. Ist denn nicht kalt? Sogar mich friert es durch meinen Pelz. Vielleicht liegt es an der Heißblütigkeit der Menschen? Nun ja, zumindest ist es dir gelungen, der Luft hier drin einen Schimmer zu verleihen. So wie die Sterne auf dem Dach der Welt, dort wo die Luft frisch und rein ist und alle Stürme ruhen. Ein Schlüssel im Eis.
Um das Eis zu brechen, geh nach Westen, dann nach Norden, aber erfriere nicht, so wie schon so viele andere Wesen vor dir. Ja, Fuchsi. Bist du ein feiner Fuchs? Ja, bin ein feiner Fuchs. Die Halle der Harmonie. Ja, du, wir möchten mich mal schon dahin platzieren, dass ich gen Norden wieder fliege. Zum Dach der Welt und dann werden wir im nächsten Part mal weitermachen. Ah ja, eh gleich hier vorne. Zumindest, dass ich dann den Tempel dort, oder das Heiligtum, öffne und dann beim nächsten Part gehen wir rein. Warte mal, wieder einen kleinen schmuckligen Part. So. Auch. Lauf. Tempel öffnen. Solange es nicht so sonst da jetzt kein Yeti angreift, wie in Twilight, in Zelda Twilight Princess, die Frau von dem Yeti, ist eigentlich alles gut. Ja, ich laufe mal da hoch. Muss ich noch fliegen? Hier. Stelle ich mich hier vorne hin. Nächstes Mal. Kamera. Nächstes Mal geht's da rein. In die Höhle. Auf dem Dach der Welt. Ah ja. Bis dann, meine lieben Drachlinge. Tschüss!